Ja, ich möchte Sie noch einmal recht herzlich zum heutigen Feldtag begrüßen. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich daran teilnehmen. In meinem Vortrag geht es um Nanoviren und deren Blattlausvektoren. Zuerst werden Sie allgemeine Informationen dazu erhalten. Das heißt, was sind Nanoviren? Wie werden sie übertragen? Wer sind die Überträger? Danach werde ich Ihnen ein kurzes Video zeigen. In diesem Video werden Sie sehr schön die Symptome sehen können, die durch Nanoviren verursacht werden. Aber es wird Ihnen auch der Nanoviren-Blattlauswarndienst vorgestellt. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen dann noch einen Überblick darüber verschaffen, wie in den vergangenen Jahren das Blattlaus auftreten, beziehungsweise das Nanoviren auftreten in den Leguminosen war. Und dann ganz zum Schluss möchte ich noch zwei laufende Projekte näher erläutern. Ja, Nanoviren waren bis vor kurzem nur aus wärmeren Regionen der Welt bekannt, also aus dem Norden und Osten Afrikas, aus dem Nahen Osten, aber auch in Asien und Australien haben sie speziell in Kichererbsen, aber auch in Linsen Probleme verursacht. 2009 war es dann auch in Europa soweit. Da hat man erstmals Nanoviren in Erbsenbeständen in Deutschland nachgewiesen. 2010, also ein Jahr später, dann auch in Österreich. In Europa ist es so, dass hauptsächlich drei verschiedene Nanovirenarten von Bedeutung sind. Die bedeutendste Nanovirenart ist jedoch das P-Necrotic Yellow Dwarf Virus. Ja, dann wären wir schon beim P-Necrotic Yellow Dwarf Virus angelangt. Die wichtigsten Informationen dazu. Dieses Virus ist ein sehr kleiner, einzelsträngiger DNA-Virus, der aus 8 unterschiedlichen Partikeln besteht. Er wird ausschließlich durch Blattläuse übertragen. Er ist auf das Phloem limitiert. Das heißt, die Blattläuse müssen an den Pflanzen saugen, um diesen Virus aufnehmen bzw. abgeben zu können. Das heißt, er wird auch nicht mechanisch bzw. über das Saatgut übertragen. Es werden ausschließlich Leguminosen dadurch infiziert. Und wenn Leguminosen infiziert werden, können Verzwergungen, Vergilbungen auftreten an den Pflanzen. Das geht hin bis zum Verlust von Blüten und Hülsen. Und wenn die Infektionen sehr früh passieren, dann kann es auch zu Totalausfällen kommen. Welche Leguminosen sind nun anfällig für das P-Necrotic Yellow Dwarf Virus? Links sind die anfälligen Leguminosen abgebildet, rechts die nicht anfälligen. Also wir konnten in den vergangenen Jahren natürliche Infektionen an unterschiedlichsten Erbsen, also Grünerbsen, Körnererbsen, Peluschken feststellen. Wir konnten aber auch an Sommer- und Winterackerbohnen Infektionen feststellen, an der Futterwicke, an der pannonischen Wicke. Anfällig ist auch die Blatterbse. Auch die Kichererbsen sind anfällig. Die Linsen sind leider anfällig. Und wir konnten den Virus auch in einem Beikraut, und zwar in der rauhaarigen Wicke, feststellen. In den restlichen nicht fettmarkierten Pflanzen, also den Inkarnatklee und unterschiedlichsten Steinkleearten, wurde von Heiko Ziebel vom JKI mittels künstlicher Infektion festgestellt, dass auch diese Pflanzen anfällig sind. Wir konnten jedoch keine natürlichen Infektionen bislang feststellen. Ja, und dann zu den nicht anfälligen Leguminosen zählen beispielsweise die Sojabohne oder auch
die Winterwicke, die Luzerne, da konnten wir bislang keine Infektionen feststellen bzw. den Virus in den Pflanzen nachweisen. Ja, nun zu den Blattlausvektoren. Bei den Nanoviren bzw. beim Pinecrotigella-Dwarf-Virus wissen wir, dass dieses Virus durch 4 verschiedene Blattlausarten übertragen werden kann. Und zwar ist es einerseits die grüne Erbsenblattlaus und dann auch die schwarze Bohnenlaus. Wir wissen aber auch, dass die grüne Pfirsichblattlaus und die Wickenlaus den Virus übertragen können. Wie schon vorhin erwähnt, die Blattläuse sind Phloemsauger, das heißt, sie stechen das Phloem an und nehmen so den Virus auf. Die Virusübertragung erfolgt persistent, zirkulativ und nicht propagativ. Das bedeutet, dass die Blattläuse einige Minuten bis Stunden an den Pflanzen aktiv saugen müssen, um den Virus aufzunehmen bzw. auch wieder abgeben zu können und Pflanzen infizieren zu können. Nicht propagativ bedeutet, dass der Virus nicht an die Folgegenerationen weitergegeben wird. Ja, dann ist auch noch wichtig zu wissen, dass diese 4 unterschiedlichen Blattlausarten auch unterschiedliche Entwicklungszyklen durchlaufen. Das ist deswegen wichtig, weil sie dadurch entweder früher oder später im Jahr auftreten. Bei der grünen Pfirsichblattlaus weiß man beispielsweise, dass sie auch als Imago, also als adultes Tier, überwintern kann. Und das begünstigt natürlich ihre Entwicklung, und zwar in der Hinsicht, dass sie viel schneller Populationen im Frühjahr aufbauen kann und somit auch den Virus rascher übertragen kann. Die schwarze Bohnenlaus hingegen, da weiß man, dass die nur im Eistadium an dem Pfaffenhütchen überwintern kann. Und also da dauert es viel länger, dass Populationen aufgebaut werden und dann Virusaufnahme und Abgabe erfolgt. Gut, ich möchte Ihnen nun ein Video zeigen, in dem Ihnen ein Versuch vorgestellt wird, einerseits aus einem Projekt und andererseits werden Sie auch sehr viele Informationen zum Blattlauswarndienst erhalten. Die Anbaufläche bei der Körnererbse, aber auch bei der Ackerbohne, ist in Österreich sehr stark zurückgegangen in den letzten Jahren. Einer der Gründe dafür ist das Pinecrotigella-Dwarf-Virus. Wir versuchen herauszufinden, was alles befallen werden kann von dem Pinecrotigella-Dwarf-Virus. Dadurch, dass wir den Virus erst relativ kurz kennen, also seit 2009, weiß man viele Dinge nun nicht. Und wichtig für die Landwirte ist eben zu wissen, welche Kleeorten, welche Wickenorten und sonstigen Leguminosen anfällig sind für den Virus. Darum provozieren wir da eine große Viruslast, um die Chance zu haben, dass möglichst viele Pflanzen infiziert werden, um herauszufinden, was ist wirklich anfällig von Natur aus und was ist nicht anfällig. Infizierte Pflanzen zeigen ganz typische Symptome. Dazu gehört die Vergilbung, so Gelbverfärbung in der Pflanze und Verzwergung in der Pflanze. Und wenn das Virus sehr früh auftritt und die Pflanzen sehr früh infiziert werden, kann es zu sehr großen Ertragsausfällen kommen. Das geht hin bis zu Totalausfällen. Der Virus wird ausschließlich durch Blattläuse übertragen und dazu gehört die grüne Erbsenblattlaus, aber auch die schwarze Bohnenlaus. Und bisher haben wir noch keine Evidenz, dass dieses Virus mechanisch übertragen werden kann oder über das Saatgut. Man hat da wirklich die Gelegenheit, Nanoviren-Symptome total schön zu sehen, vor allem auch den Kontrast. Wir haben da ganz links eine Winteracker-Erbse, eine Winterlinse ist in der Mitte und eine Winteracker-Bohne steht rechts. Und wir haben
den Versuch im Oktober vorigen Jahres schon angebaut, relativ früh, um eben den Blattläusen die Gelegenheit zu geben, das möglichst schön zu infizieren. Da sehen wir die Nanoviren-Symptome in der Sommererbse. Also Pflanzen, die früh infiziert worden sind, sind wieder in dieser Größe im Vergleich zu normal entwickelten, nicht infizierten Pflanzen, die jetzt grün wären, in dieser Größe wären, und man sieht auch wieder, dass da keine Hülsen drauf sind. Also das heißt, es gibt keine Ernte an solchen Pflanzen. Die Bedeutung vom Nanovirus bei der Erbse ist einfach die, dass die Erbsenanbaufläche komplett zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Also es sind ungefähr um die 6000 Hektar an Körnererbse nur übrig. Es gibt sicher andere Probleme auch bei der Erbse, wie verschiedene Pilze und auch, dass es keine aktuelle Züchtung mehr in Österreich gibt von der Erbse. Aber vom Zeitraum her ist es sicher so, dass der Nanovirus einen großen Einfluss dazu beigetragen hat, dass die Anbaufläche derartig stark zurückgegangen ist. Bei der Ackerbohne ist es so, dass die Ackerbohne als Vorfrucht eine immens wichtige Frucht wäre, weil sie einfach sehr tief wurzelt und sehr viel Stickstoff im Boden hinterlässt. Also man sieht die Gelbfärbung und man findet da immer wieder in den Beständen so ganz stark verzwergte Pflanzen. Also das ist da zum Beispiel wirklich ein Paradebeispiel. Man kann sich vorstellen, dass man an sowas nichts mehr erntet oder dass, wenn der Großteil aus solchen Pflanzen besteht, dass das ein Totalausfall ist. Man sieht da in der Linse wirklich schön jetzt gerade die Symptome. Alles, was gelb ist, ist von Nanoviren infiziert. Und wenn man ganz genau schaut, findet man auch noch Pflanzen, die sehr früh infiziert worden sind. So wie zum Beispiel diese Pflanze. Also man sieht, die Blätter sind viel kleiner, die Internodien sind viel kleiner. Und man sieht auch, dass da jetzt keine Blüten und keine Hülsen mehr drauf sind. Also da wird einfach nichts mehr an Früchten angesetzt. Die Hauptüberträger des Pinacrotic Yellow Dwarf Virus sind die grüne Erbsenblattlaus und die schwarze Bohnenlaus. Aber auch die grüne Pfirsichblattlaus und die Wickenlaus können den Virus übertragen. Die größte Bedeutung als Vektor kommt der grünen Erbsenblattlaus zu, da diese als Imago überwintern kann. Das heißt, wenn die Bedingungen im Frühling passen, kann sie sehr rasch Populationen aufbauen und den Virus verbreiten. Hinzu kommt, dass sie auch grün gefärbt ist und deswegen sehr leicht an den Pflanzen übersehen wird, weshalb Infektionen dann sehr häufig unbemerkt passieren. Die einzige Chance, Nanovireninfektionen zu verhindern, besteht in der vorbeugenden Bekämpfung von Blattläusen. Und deswegen wurde im Jahr 2017 ein Warndienst aufgebaut, um Landwirtinnen und Landwirte auf den Blattlausflug aufmerksam zu machen. Der Warndienst wird jährlich von Anfang April bis Ende Juni an 9 verschiedenen Standorten in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark durchgeführt. Überall an diesen Standorten werden diese Gelbschalen entweder in Ackerbohnen oder in Erbsenfeldern aufgestellt, um so früh wie möglich den Blattlausflug feststellen zu können. Die Gelbschale wird vom Stock genommen und der Inhalt der Gelbschale wird durch einen kleinen Trichter samt Filterstück entleert. Alle Insekten sammeln sich dann auf diesem Filterstück. Eine zusätzliche Methode, Blattläuse im Bestand feststellen zu können, ist die sogenannte Klopfprobe. Die funktioniert sehr gut bei der grünen Erbsenblattlaus. Dafür nimmt man eine weiße Box, hält die in den Bestand und klopft kräftig auf die Pflanzen drauf. Alle Blattläuse, die auf den Pflanzen sitzen, fallen dann in die Schale. Im Labor werden dann die Blattlausproben über ein Sieb in ein Becherglas übergeführt. Die Gelbschalenfänge werden über ein Auflichtmikroskop auf Blattläuse untersucht und die Blattläuse werden grob bestimmt
und anschließend dann in der Abteilung für molekularbiologische Diagnose für Pflanzenkrankheiten der AGES auf Viren untersucht. Die Ergebnisse werden auf der Warndienst-Homepage der Landwirtschaftskammer Österreich in einer Karte abgebildet. Ein Ampelfarbensystem informiert Landwirtinnen und Landwirte, wann eigene Bestände auf Blattläuse überprüft werden sollen und diese mit bzw. bei einem positiven Nanovirusnachweis ohne Berücksichtigung der Bekämpfungsschadschwellen behandelt werden sollen. Gut, dann möchte ich noch kurz auf das Blattlausauftreten der vergangenen Jahre eingehen. Also 2016 war ein sehr starkes Nanovirenjahr. Wir konnten da wirklich sehr starke Nanovireninfektionen verzeichnen und das war auch der Grund, warum wir dann 2017 den Nanoviren-Blattlaus-Warndienst ins Leben gerufen haben. 2017 war jedoch wieder komplett anders. Wir hatten da ein spätes und geringes Blattlausauftreten und daher auch keine Frühinfektionen. 2018 hat das Bild aber schon wieder ganz anders ausgesehen. Da hatten wir aufgrund eines sehr frühen und starken Blattlausaufkommens im Frühjahr schon sehr früh Nanoviren-Nachweise. Und wenn Sie sich erinnern können, war auch das Frühjahr dann sehr warm und trocken. Und das hat dann natürlich die Blattlausentwicklung noch zusätzlich begünstigt, was dann letztendlich zu sehr starken Nanovireninfektionen in den Beständen geführt hat. Die letzten beiden Jahre, beziehungsweise das heurige Jahr, da kann man eigentlich wieder von geringen Nanovirenjahren sprechen, aufgrund ja, unterschiedlichster Ereignisse. 2019 war das der sehr kühle und feuchte Mai. Es hat die Blattlausentwicklung sehr reduziert bzw. gebremst. Und auch 2020 hatten wir im April sehr starke Spätfröste. Und auch das hat vor allem die grüne Erbsenblattlaus in ihrer Entwicklung gebremst und somit ja, starke Infektionen verhindert. 2021, das heurige Jahr, war ein sehr außergewöhnlich kühles Frühjahr und aufgrund dessen haben sich auch heuer die Blattläuse nur sehr langsam und gering entwickelt. Also bislang konnten wir noch keine Nanoviren in den Blattläusen feststellen und auch die Bestände schauen schön aus. Wir konnten bislang auch noch keine infizierten Leguminosen auf den Flächen feststellen. Ja, was haben wir nun aus dem Warndienst gelernt, die zusammenfassenden Erkenntnisse? Wir haben beobachtet, dass eben eine warme Herbstwitterung eine starke Vermehrung der Blattläuse bewirkt. Auch natürlich milde Wintermonate begünstigen das Überleben der Blattläuse und ermöglichen es eben speziell der grünen Erbsenblattlaus anholozyklisch, also als Imago, zu überwintern. Wir haben gesehen, dass warme und trockene Frühjahrswitterungen zu einem sehr frühen Auftreten und auch einer raschen Populationsentwicklung der Blattläuse führen. Wir konnten aber auch beobachten, dass eben gerade Spätfröste so Ende März, Anfang April, beziehungsweise dann niederschlagsreiche und kühle Witterungen im April, Mai die Blattlausentwicklung sehr stark bremsen. Also wie Sie gerade gesehen haben, ist die Entwicklung und das Auftreten dieser vier Blattlausvektoren wirklich jedes Jahr unterschiedlich. Das variiert witterungsbedingt sehr stark und deswegen ist dieser Warndienst wirklich sehr wichtig für den österreichischen Gemüsebau, um ja, Prognosen stellen zu können. Ja, und zu guter Letzt möchte ich dann noch auf zwei Projekte eingehen, die wir an der AGES durchgeführt haben bzw. durchführen werden. Einerseits das Nanovir-Projekt,
Da haben wir uns zum Ziel gesetzt, Daten zur Epidemiologie des Pinecrotigellotwarf-Virus zu gewinnen und auch Bekämpfungsstrategien für die Ackerbohne, für die Bio-Ackerbohne zu entwickeln. Sie haben einen Versuch bereits im Video gesehen. Ein zweiter wurde auch noch in Grabeneck angelegt. Und diese Provokationsversuche haben wirklich sehr schön die Möglichkeit geboten, einerseits einmal zu untersuchen, welche Wirtspflanzen sind anfällig für das Virus, welche Blattlausvektoren kommen neben den vier noch zusätzlich in Frage, wie schaut es mit der Überwinterung der Blattläuse und der Viren aus, ja, gibt es noch andere Nanovirenarten. Der Einsatz der biologischen Pflanzenschutzmittel in der Ackerbohne wurde ebenso getestet. Da muss ich aber dazu sagen, dass eben die letzten 3 Jahre aufgrund des geringen Blattlausaufkommens diese Versuche wenig brauchbare Ergebnisse geliefert haben. Wir haben uns dann noch zusätzlich angesehen, wie sich Mischkulturen auf die Blattlausbesiedelung auswirken. Und da hat man schon gesehen, dass Mischkulturen durchaus eine Reduktion der Blattlausbesiedelung bewirken können. Ja, wenn alles gut geht, dann startet im Herbst, Winter ein internationales Projekt, das CORNET-Projekt. Da wäre das Ziel, Erbsengenotypen ausfindig zu machen, die resistent gegen das Pinecrotigellotwarf-Virus sind. Und zwar würden wir da Erbsengenotypen künstlich infizieren, mittels infizierter grüner Erbsenblattläuse. Und diese Genotypen würden wir dann mit ELISA-Tests auf den Virus überprüfen. Ja, das war es schon von meiner Seite. Vielen Dank für Ihr Interesse und für Fragen stehe ich Ihnen jetzt noch gerne zur Verfügung.